وبعد، verehrte Brüder und Schwestern im Islam, der Monat Ramadan ist vorbei. Der gesegnete und heilige Monat Ramadan ist zu Ende gegangen. Und als sei es gestern gewesen, dass wir angekündigt haben, Ramadan wird bald kommen, bereitet euch vor. Und heute sagen wir, Ramadan ist zu Ende und bereitet euch vor. Die Zeit geht so schnell und wir vermissen Ramadan schon jetzt. Und vielleicht, ja sogar ziemlich sicher, liegt es an der Endzeit, in der wir uns befinden. Wir befinden uns in der Endzeit. Zu Yawm al-Qiyamah, Tag der Auferstehung, ist es nicht mehr weit. Und eines der Anzeichen von Yawm al-Qiyamah ist der gewaltige Hadith, der authentisch ist in Sahih al-Jami' von Sheikh al-Bani als Sahih eingestuft, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Zeit wird nicht eher kommen, die wird nicht kommen, bis Folgendes passiert. Die Stunde wird nicht eher kommen, bis die Zeit näher wird, sodass ein Jahr wie ein Monat und ein Monat wie eine Woche und eine Woche wie ein Tag und ein Tag wie eine Stunde und eine Stunde wie das Verbrennen eines Palmenzweigs sein wird. So schnell wird die Zeit vergehen. Das Jahr ist vorbei und es wäre nur ein Monat vorbei. Der Monat ist vorbei, Ramadan, als wäre es nur eine Woche gewesen. Die Woche ist vorbei wie ein einziger Tag. Und der Tag ist vorbei wie eine Stunde. Und die Stunde ist vorbei, als hätte man kurz was angemacht, angezündet. Verbrannt, die Stunde ist vorbei. Die Gelehrten haben zu diesem Hadith unterschiedliche Meinungen. Eines dieser Aussagen ist, dass Baraka entzogen wird. Der Segen ist entzogen. Und das merken wir und ist auch alt. Ist eine bekannte Sache. Segen wird entzogen. Keine Baraka mehr. Der Tag ist vorbei, du hast nichts geschafft. Die Stunde ist vorbei, du hast gerade dein Handy geguckt. So viele Stunden vorbei, wir haben nichts getan für Akhira. Das ist eines dieser Aussagen. Der Imam Nawawi zum Beispiel sagt, der Segen wird entzogen. Und das merken wir. Und die andere Aussage ist, dass es nicht im übertragenen Sinne ist, sondern in der Wirklichkeit. Die Stunde, die Zeit wird sich ändern, wie in Zeiten von Dajjal. Es wird Tag und es wird Nacht. Das ganze Erdsystem wird sich ändern. Und dann wird Yawm al-Qiyamah einbrechen. Das mit der Zeit, das kein Segen oder wenig Segen ist, das merken wir. Haben wir gemerkt in Ramadan und nach Ramadan noch mehr. Denn im Ramadan haben wir so viele gute Taten gemacht wie in keinem anderen Monat. Wir auch nicht. Die Satane waren in Ketten gelegt. Du hattest so viele Freiheiten. Du hast gefastet, warst Allah so nah. Du hast freiwillig gebetet. Qiyam al-Layl und Tarawih. Du hast freiwillig gespendet. Du bist freiwillig in die Moschee gegangen. Du hast so viele gute Taten gemacht. Doch die Frage ist, was passiert nach Ramadan? Was hat Ramadan auf uns gemacht? Wie hat Ramadan uns beeinflusst? Wie gehen wir aus dem Ramadan? Was nehmen wir vom Ramadan mit? Das ist die Frage, die wir nicht mit unseren Worten, sondern mit unseren Taten beweisen müssen.
jeder von uns, der Ramadan erlebt hat, hat die Süße des Glaubens geschmeckt. So eine Süße, als du Koran gelesen hast oder Koran gehört hast im Gebet. So eine Süße, als du gefastet hast, als du gespendet hast, als du so gute Taten gemacht hast im Ramadan. Diese Süße muss nicht vorbei sein. Diesen Geschmack, den du gefühlt hast, den kannst du auch nach Ramadan weiter haben. Natürlich nicht in dieser Intensität, in diesem Ausmaß wie im Ramadan. Dieses Level erreichen nur wenige ausgewählte Diener Allahs, wie einige Gelehrte es erreicht haben. Über ihn wurde gesagt, einer der Gelehrten würde zu ihm gesagt, du stirbst morgen. Er hätte nicht mehr Taten machen können. Sein Tag war ausgelastet mit Ibad. Doch das erreichen nur die wenigsten. Aber es muss nicht sein, dass wir von 100% im Ramadan auf 0% außerhalb vom Ramadan. Nimm einen Teil mit und sei es nur die Hälfte oder ein Zehntel von mir aus. Aber lass nicht Ramadan ohne Spuren an dir vorbeiziehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war unser Vorbild und ist unser Vorbild für unser Leben. Er hat uns vorgelebt, wie man im Ramadan sich verhält und außerhalb vom Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ein schönes Beispiel gegeben von einer Frau in Mekka. Allah sagte: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Seid nicht wie diese Frau, die ihre Stricke, nachdem sie gestrickt hat, die hatte einen Strick, die hat was gestrickt, den ganzen Tag, bis zum Abend. Seid nicht wie diese, die ihre Strickarbeit auflöst, nachdem sie das mit Kraft gearbeitet hat. Das ist unser Beispiel. Mach nicht, Achi, sei nicht wie diese Frau. Das war eine geisteskranke Frau. Sie ist entschuldigt. Allah sagt, sei nicht wie diese Frau. Den ganzen Tag arbeitet sie. Und am Abend macht sie alles ungültig. Löst sie alles auf. Sei nicht wie diese Frau, nachdem du im Ramadan gefastet hast und gebetet hast und Dua gemacht hast. Ja Rabbi, lass mich ein besser Muslim sein. Ja Rabbi, vergib mir meine Taten. Vergib mir meine schlechten Taten. Sei nicht wie diese Frau und mach alles ungültig, was du zuvor an guten Taten gemacht hast. Lern vom Ramadan. Nimm etwas vom Ramadan mit. Ein Mann aus Persien, Khorasan, kam zu Imam Ahmed und sagte zu ihm: Ja, Imam, O Abu Abdullah, ich bin extra aus Khorasan zu dir gekommen, um dir eine Frage zu stellen. Guck mal, wie die Menschen, was für ein Eifer die haben. Tausende von Kilometern oder Hunderte ist er angereist, um eine Frage zu stellen. Nicht dem Propheten, einen Gelehrten. Und diese Frage war: Wann findet der Diener seine Ruhe? Wann kann er sich ausruhen? Und der Imam, rahimullah, antwortete: Wenn er seinen ersten Fuß ins Paradies setzt. Allah sagt zu seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit des Todes, bis der Tod zu dir kommt. Das ist eine Botschaft an euch, an mich, an alle Muslime. Bete Allah, bis du deinen letzten Atemzug kannst. Möge Allah uns das ermöglichen. Amen.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. Was soll ich jetzt tun nach dem Ramadan? Sei nicht vor Ramadan. Sei nicht so wie vor Ramadan. Es gibt Taten, die du machen solltest. Ein Teil vom Ramadan. Das erste, woran du denken solltest, ist das Fasten, was du im Ramadan gemacht hast. Und Allah aus seiner Barmherzigkeit subhanahu wa ta'ala hat uns sofort nach dem Ramadan eine Möglichkeit gegeben, wieder an das Fasten zu denken und es mit sehr großem Lohn vergolten. Und das ist 6 Tage nach dem Monat Ramadan im Shawwal zu fasten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Überliefert von Muslim und anderen, wer Ramadan fastet und darauf 6 von Shawwal, 6 Tage im Shawwal fastet, dem wird es so geschrieben, als hätte er ein ganzes Jahr gefastet. 6 Tage zusätzlich fasten nach Ramadan und dir wird es so geschrieben, als hättest du jeden Tag ein ganzes Jahr lang gefastet. Was für eine Barmherzigkeit Allahs. Imam an-Nawawi rahimahullah sagte, es ist deshalb so, dass man ein ganzes Jahr bekommt an Lohn, weil Allah für jede Hasana 10-fach vergibt. Er gibt dir 10-fachen Lohn für eine Hasana. Und wenn du einen Monat im Ramadan gefastet hast, so zählt es bei Allah, dass du 10 Monate gefastet hast. Und wenn du 6 Tage noch zusätzlich fastest im Shawwal, so zählt es so, als hättest du 2 weitere Monate gefastet. Somit hast du ein ganzes Jahr bei Allah gefastet. Deshalb sollten wir daran denken, an diesen schönen Tagen, die 6 Tage im Shawwal zu fasten. Wie die Gelehrten sagen, dass es keine Bedingung ist, dass man sie nacheinander fastet, sondern man kann auch unterbrechen, man kann aber auch durchziehen. Eine Sache, die ihr auch wissen solltet, was die Gelehrten oder einige Gelehrte sagen, wie Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, er sagt folgendes, er sagt, wer diesen Lohn möchte, dass er ein ganzes Jahr bekommt, dass ihm das geschrieben wird, muss vorher ganzen Ramadan gefastet haben. Derjenige, der einen Tag oder mehrere Tage nicht fasten konnte, vor allem für unsere Schwestern, die müssen zuerst das nachholen, ihre Schulden nachholen von Ramadan. Erst dann sollen sie die 6 Tage von Shawwal nachholen. Und als Beweis sagt der Sheikh, rahimahullah, sagt Allah, der Prophet sallam sagte, man sama Ramadan, wer Ramadan fastet, das bedeutet vollständig fastet. Wer Ramadan also vollständig fastet und darauf, sagte er, und darauf, das bedeutet zuerst muss Ramadan abgeschlossen sein, vollständig sein, die Tage, die Schulden nachgeholt, erst dann kann man Shawwal fasten. Das ist eine der Meinungen der Gelehrten. Wiederum andere sind anderer Meinung. Aber Allahu a'lam, das ist sicherer, dass man erst diese Tage nachholt, die man nicht im Ramadan fasten konnte. Im Ramadan haben wir also viel gefastet, jeden Tag. Und nach Ramadan können wir auch viel fasten. Und zwar montags und donnerstags und 3 Tage im Monat. Wer sich das aneignen kann und diesen großen Lohn bei Allah haben möchte, der soll das auch nach Ramadan weiterführen. Was wir noch machen sollten, was wir im Ramadan getan haben, ist, dass wir viel gebetet haben. Viele von uns haben freiwillig gebetet. Und vor allem Tarawih, Qiyamul Layl, Nachtgebet. Und das sollten wir auch nicht verlieren. Niemand oder sehr wenige werden es schaffen. Sehr wenige. Es gibt Ausnahmen, die Allah auserwählt hat. Diese Menschen
Aber die meisten von uns werden nicht schaffen, jeden Tag 11 Rak'a zu beten. Davon gehe ich aus, ich spreche von mir selbst. Ich werde nicht 11 Rak'a schaffen. Aber warum von 11 auf 0? Das ist der Punkt. Wenn du 100% hast, Achi, du kannst keine 100 schaffen, dann mach weniger, aber nicht 0. Fang doch mit 2 Rak'a an. Von 11 oder von mir aus die Hälfte. Aber nicht nach Isha gar nichts mehr beten. Und seien es nur 2 Rak'a. 2 Rak'a Qiyam al-Layl. Die kannst du sofort im Anschluss auf Isha machen. Du musst nicht vorher schlafen gehen, wie andere denken. Es zählt schon als Qiyam al-Layl, wenn du nach Isha Absicht hast, dass Qiyam al-Layl ist. Du musst nicht vorher schlafen. Wer vorher schlafen möchte und ein Drittel der Nacht aufstehen kann, das ist besser. Aber es zählt schon als Qiyam al-Layl, wenn man nach Salat al-Isha, wie wir das gemacht haben in Tarawih, betet. Was wir noch gemacht haben im Ramadan, dass wir gespendet haben. Und das Spenden, und sei es auch noch wenig, ist groß bei Allah. Einige von uns spenden nur im Ramadan. Oder wenn sie daran erinnert werden und ein Aufruf gestartet wird, warum, Bruder, machst du nicht etwas regelmäßig? Eine Woche, jede Woche legst du einen Euro, Achi. Du wirst sagen, du vergisst diesen Euro, er tut dir nicht weh. Allah vergisst es nicht. Allah lässt diesen Euro, dieses Gespendete, aufwachsen. Es wächst bei Allah. Yawm al-Qiyamah ist der Euro nicht ein Euro, sondern wird viel mehr sein. Deshalb sei so großzügig wie im Ramadan. Spende nicht nur im Ramadan, sondern auch außerhalb. Was wir noch machen sollen, ist, dass wir Koran lesen. Viele von uns oder einige von uns haben es geschafft, den Koran durchzulesen. Und einige von uns legen jetzt den Koran in den Schrank bis zum nächsten Ramadan. Und das darf auch nicht geschehen. Wenn du nicht den Koran durchlesen kannst in einem Monat, vielleicht schaffst du es in 2. Vielleicht in 3. Aber nicht, dass du aufschlägst erst nächstes Jahr, kurz vor Ramadan oder im Ramadan. Du weißt nicht, was dich retten wird an guten Taten. Vielleicht ist es dieser eine Buchstabe von Bismillahirrahmanirrahim. Vielleicht ist es diese eine Spende, die du gegeben hast. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Yawm al-Qiyamah wird der Diener vor seinem Herrn stehen und Allah wird mit ihm sprechen. Und zwischen ihm und Allah wird es keinen Dolmetscher geben. Und er wird auf die rechte Seite schauen, der Diener, und wird nur das sehen, was er vorausgeschickt hat, was er gemacht hat. Er wird seine Taten sehen. Sie werden ihm gezeigt werden. Und schaut auf die linke Seite und er sieht das, was er an Schlechtem getan hat. Alles, was er getan hat, sieht er. Und dann sieht er nach vorne und sieht das Höllenfeuer. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so schützt euch vor dem Höllenfeuer. Und sei es nur durch das Spenden einer halben Dattel. Eine halbe Dattel. Wer von uns hat keine halbe Dattel? Oder den Wert einer halben Dattel? Dann sagt er, subhanallah. Dann sagt er, und wer das nicht hat? Es gab Sahaba, die hatten das nicht. Nicht mal eine halbe Dattel. Und wer das nicht hat, dann durch ein schönes Wort. Kalima tayyiba. Ein gutes Wort. Ein Wort mit Akhlaq. Du hast nichts zum Spenden. Du kannst mit guten Taten, mit guten Worten, mit einem Lächeln spenden. Schützt euch vor dem Höllenfeuer. Das ist die Botschaft, die wir haben. Ramadan
ist der beste Monat bei Allah. Ramadan ist der Monat, in dem man das Paradies erreichen kann. Und auch nach Ramadan kann man Allah sehr nahe sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu seinen auserwählten Dienern machen. Möge Allah von uns subhanahu wa ta'ala Ramadan annehmen. Möge Allah uns das, was wir getan haben im Ramadan, an Gutem annehmen. Und das, was wir getan haben an schlechten Taten im Ramadan, uns vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns viele, viele Ramadane noch erleben lassen und in ihnen gute Taten verrichten lassen. Amin, amin, alhamdulillah, amin, sallallahu alaihi wa sallam, barak ala alaihi wa sallam, wa aqim as-salat. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.